die Eigenschaften von Stoffen zu bestimmen und später auch zu beeinflussen, ist eines der wichtigsten Aufgaben der Chemiker. Um Eigenschaften wie Siedetemperaturen und Schmelztemperaturen zu bestimmen, muss man sich mit den zwischenmolekularen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Molekülen auseinandersetzen. Zwischenmolekulare Wechselwirkung bedeutet nichts anderes als die Anziehungskraft zwischen den Molekülen. Und zwar zwischen allen Molekülen. Am besten stellst du dir immer mindestens zwei vor, dann ist es ein bisschen anschaulicher und einfacher zu verstehen. Zunächst muss man über die Elektronegativitätsdifferenz bestimmen, ob die Bindungen und damit die Teile oder größere Teile eines Moleküls polar oder unpolar sind. Ist ein Molekül gänzlich oder größtenteils unpolar, wirken ganz schwache van der Waals Wechselwirkungen. Das bedeutet, dass hier nur durch die Elektronenbewegung kurzzeitige Ladungsverschiebungen in den Molekülen sind. Mal ist es kurzzeitig mehr auf einer Seite als auf der anderen Seite. Es entsteht sehr, sehr kurz und spontan die Partialladungen Delta Minus und Delta Plus, je nachdem, wo sich die Elektronen eben befinden. Auch gibt es noch induzierte Dipole. Das bedeutet, dass ein solcher spontaner Dipol in die Nähe eines anderen Moleküls kommt und diese Dipole dann durch Anziehungskräfte überträgt. Hier ist es wichtig zu verstehen, dass die wirklich sehr schwach da sehr kurz sind. Allerdings macht es dann doch die Masse aus. So sind größere Moleküle wie Heptan sogar flüssig, obwohl hier nur van der Waals-Kräfte wirken. Bei polaren Molekülen unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Wechselwirkungen. Einmal die Dipol-Dipol-Wechselwirkung, Wasserstoffbrücken und Dipol-Ionen-Wechselwirkungen. Dipol-Dipol-Wechselwirkungen hast du, wenn es die Struktur erlaubt, meistens bei den polaren Teilen eines Moleküls. Denn du hast ja bei polaren Teilen immer eine negative Teilladung und eine positive Teilladung. Kommen nun solche Moleküle zusammen, dann ziehen sich die negativen Teilladungen eben mit den positiven Teilladungen, je nachdem wie stark die sind, auch stärker an. Besonders starke Dipol-Dipol-Wechselwirkungen sind die Wasserstoffbrücken. Die sind immer bei der Kombination zwischen Wasserstoffatom und Fluor, Sauerstoff und Stickstoff. Denn hier ist die Elektronegativitätsdifferenz zwischen Wasserstoff und den FON ebenso hoch, dass sie besonders stark sind. Ein Beispiel dafür ist Wasser. Das heißt, die negative Teilladung am Sauerstoff ist sehr stark ausgeprägt und zieht sich eben mit der recht ausgeprägten positiven Teilladung eines anderen Wasserstoffmoleküls ziemlich stark an. Deswegen hat Wasser auch eine so hohe Siedetemperatur von 100 Grad Celsius für so ein kleines Molekül. Am Beispiel von Natriumchlorid in Wasser haben wir die Dipol-Ionen-Wechselwirkung. Denn Natriumchlorid ist eine Ionenverbindung. Hier sind richtige Ladungen und nicht Teilladungen vorhanden. Und die haben natürlich eine sehr starke Anziehungskraft auf die schon sowieso recht stark ausgeprägten Teilladungen. Deswegen hat Salzwasser auch eine höhere Siedetemperatur als normales destilliertes Wasser. Natürlich gibt es noch die Ionenladung ab der Elektronegativitätsdifferenz von 1,7. Streng genommen ist dies gar keine Wechselwirkung mehr, sondern eine richtige Bindung. Dennoch solltest du diese natürlich auf dem Schirm haben. Die ist nämlich besonders stark, denn hier wirken richtige Ladungen im Gegenzug zu diesen Teilladungen von den Wasserstoffbrücken und Dipol-Dipol-Wechselwirkungen. Schau dir doch unbedingt die weiteren Übungsbeispiele an, um diese Thematik um die Siedetemperatur noch stärker zu vertiefen. Aber jetzt sage ich erstmal Tschüss bei Lernen mit Dittrich.